Sind Sie geimpft? Leider ja. Das ist, lässt schon mal tief blicken. Würden Sie es heute wieder tun, nach aktuellem Kenntnisstand? Wenn ich 30 oder so gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Und dann wäre es auch richtig gewesen. Aber ich glaube, meine Entscheidung war mit 61 dann doch okay. Nein. Weiß ich nicht. Am Ende hat es ja, wie man jetzt sieht, nicht wirklich viel gebracht. Ich habe mich impfen lassen, ja, aber mittlerweile bin ich nicht sehr überzeugt von dieser Aktion. Ich würde mir nie mehr impfen lassen. Ich würde mich jetzt kein viertes Mal impfen lassen. Das heißt also, denn ja im Klartext erstmal nein, weil selbst der Arzt mir davon abgeraten hat. Wenn ich von diesen Nebenwirkungen höre, dann würde ich es tatsächlich auch dann nochmal überlegen. Also ich habe auch in der Familie auch gehabt, dass sie dann irgendwelche Probleme hatten, irgendwie irgendwas mit dem Herzen oder jetzt irgendwie Kopfschmerzen, jetzt chronische auch sogar bekommen haben. Ich sehe, dass du zögerst. Kannst du mir sagen, warum? I don't know. Because like it isn't really as bad as it seems. Es war nicht so schlimm wie anfangs gedacht. Ich dachte, dass sehr viele Menschen sterben werden. So war es aber nicht. Sind Sie geimpft? Natürlich. Und würden Sie das nach heutigem Kenntnisstand immer noch mal machen? Wahrscheinlich nicht. Wollen Sie mir vielleicht sagen, warum Sie das heute nicht mehr machen würden? Ach, das wäre ja noch gefilmt, denn dann wissen es alle. Das finde ich jetzt. Also mir sind danach komplett die Haare ausgegangen. Ich würde nie wieder tun. Was sind das für gesundheitliche Probleme? Gehirn, immer solche Blutgründe. Andauernd Herzschmerzen, immer andauernd Husten, der geht weg, nach ein paar Wochen kommt es wieder. Haben Sie das Gefühl, dass die öffentlich-rechtlichen Medien falsch berichtet haben zu dem Thema? Ja, auch, die haben ja da Betrug gemacht. Ne? Die haben ja gedacht, dass da 95%, wie heißt das, dass das wirken würde, ja. Aber die haben die Leute noch krank gemacht, mehr auch nicht.